Oh, Asriel spielt Kom. Das ist sehr interessant. Denn für die, die es nicht wissen, die jetzt zuschauen und mich nicht kennen, das ist auch mein Main. Da werde ich vielleicht ein bisschen mehr zu sagen können. Battlefield. Gute Stage bekommen, eine seiner besten, würde ich sagen. Neben Yoshis und Town. Palu, denke ich mal, ein gutes Matchup auch für Chrom. Was ist halt sehr even, denke ich. Vielleicht sogar eher für Chrom. Hier ist Normanda erstmal mit den Bread and Butter Kombos hier. Ein paar Nairs und jetzt das Blade Trapping von Chrom ist nicht so nice. Also das Blade Trapping von Chrom ist ziemlich nice, aber für Palutena ist nicht so nice. Und die Neutral Interactions gewinnt auf jeden Fall mehr gerade. Also ist Normanda. Ach du Schnacks wiederum. Oh, die Recovery riskant so hoch, weil da hätte mit einem Konter auch alles schon zu Ende sein können. Ich spreche da aus Erfahrung, tatsächlich. Oh, da ist er rausgefallen aus der Explosive Flame, hilft ihm aber nicht mehr tot. Erster Stock für Snowmander. Ja, die Reverse näher sehr stark. Direkt die dritte, die vierte, die fünfte, der Hashtag, die sechste. So ist halt das Neutral. Oder nicht nur das Neutral, sondern... Ah, ist nochmal ein T-Bag hier. Vielleicht auch nicht extra, man weiß es nicht. Auf jeden Fall jetzt wieder Ledge Trapping von Chrom. Ah, schade, da kommt er nicht wirklich in die richtige Position rein. Das Normander kommt da free auf die Stage zurück. Das will er natürlich nicht. Der Konter. Gefährlich. Einfach mal für den F-Smash gehen würde. Könnte klappen. Landet er auf der Stage, sehr riskant auch. Aber klappt. Jetzt muss er am besten so schnell wie möglich den Stock von Snowmander kriegen, weil sonst ist gleich der zweite auch schon weg mit so einem Backthrow oder so. Sieht gefährlich aus. Oh, der F-Smash direkt voll reingemacht. Die Dash-Attack. Leider auch nicht unbedingt das reliableste Kill-Tool von Chrom. Ah, wieder das Ledge Trapping nicht so in der richtigen Position. Snowmander kommt wieder free zurück auf die Stage. Und jetzt wird es Zeit, dass der Stock wegkommt. Up here of Shield, der Klassiker. Oh, nach oben. Nach zur Seite hätte ich, glaube ich, schon gekillt. Bin mir so ziemlich sicher. Jetzt wird's gefährlich. Ah, Downtilt. Jetzt Ledge Trapping. Das. Oh, interessantes Ledge Trapping. Down Throw. Tech Chase Situation auf der Plattform. Oh, die Fair trifft. Diesmal gutes Timing Mix-Up. Er hat muss zurück auf die Stage. Nicht upthrown. Oh, nee, der killt noch nicht. 180. 180 killt der. Das ist so für mich die Zahl, wo ich mir das immer merke. Ja, jetzt ist halt wie die nimmt die natürlich raus. Und man weiß es ja, ein Stock von Snowmander weg ist schon mal viel wert. Der Mann ist nämlich mein gefährlich. Das kann ich ja natürlich auch mal hier updaten. Vergesse ich ganz diesen Text, da muss ich mich noch dran gewöhnen. So. Der PP. 20. Und bei Surprise City sind wir schon nur noch 18. Ja, das Opponent, das ist Teil des Overlays. Das ist jetzt nicht irgendwie, um euch zu disrespekten oder so. Das ist jetzt nicht änderbar gerade, weil das nicht auf Wi-Fi. Ja, mal gucken, was der Banjo-Pick hier bewirken kann. Er stiehlt sich hier einmal und dann geht's auch schon weiter. Auf PS2, die Stage. Die man nicht mehr so häufig sieht in Rulesets ohne. Rulesets mit Small Battlefield. Häufig ist der PS2 ein Counterpick. So auch, glaube ich, in dem Ruleset, was wir benutzen. Oh, die Juggles. Den Start hat man sich auf jeden Fall anders vorgestellt. Aber hier der Wonder Wing. So, die Ledge-Trap-Situation, oder eher gesagt, nicht mehr ganz die Ledge-Trap-Situation. Die war ganz schnell vorbei. Oh, und die Backer connected.
Der Snowmander, das ist auch ein Teufelskerl. Der... Hier schon mit 4 Stocks wieder auf dem besten Wege, der MVP zu werden. Jetzt die Nair into Up-Air, noch eine Up-Air. Die Juggle-Situation werden hier stark ausgespielt. Was hat der Theme dagegen zu setzen? Wonderwing. Oh, der ist die. Oder beziehungsweise hätte er Speck machen können. Ich meine, er hat 2 Jumps. Hat er die alle benutzt? Ich glaube nicht. Das sieht nicht gut aus für Theme. Vor allem, wenn man bedenkt, dass damit SC schon ganz am Anfang einen starken Disadvantage hat gegenüber PP. 20 zu 16 Stocks. Das wollen wir natürlich nicht. Aber der Stock von Snowmander, der ist bald weg. 120%. Oh, der Wonderwing. Schöner Dashback und dann der Wonderwing. Jetzt sind es auch schon noch 19 Stocks für PP. Noch ein Wonderwing. Der Backflow, der killt noch nicht ganz. Der hat auch noch ein paar Prozente. Jetzt Downflow into Nair. Ich glaube, das war ein bisschen put. Auf jeden Fall noch eine Backair. Und der Stock von Banjo sieht sehr leicht aus. Das ist nicht, es braucht nicht mehr viel. Noch ein Backflow, irgendwie sowas. Und dann ist der Stock weg. Palu hat die Killpower dafür auf jeden Fall auch. Ja, das ist der Jab von Palu. Und noch ein Wonderwing. Das kann man punishen. Vielleicht der Backflow killt er schon? Noch nicht. Ach, Quatsch. Ist ja auch gestellt. Die Nair hier von Palu. Trifft nicht ganz. Ja, wobei, Banjo, wenn... Okay, nevermind. Damit SC noch bei 15 Stocks. Aber auch da kann man sagen, der Stock von Snowmander, den wegzubekommen, ist viel wert. Aber da wäre vielleicht auch mehr drin gewesen. Ja, und Snowmander jetzt schon mit 6 Stocks. Das wollte man vielleicht verhindern. Dark Pit. Ja, das ist ein Matchup, von dem ich nicht so viel Ahnung habe. Ja, ich denke mal, es würde in die Richtung von Palu gehen. Ja, Palu ist ein sehr, sehr guter Charakter, das wissen wir alle. Mehr Tier muss ich zweimal SD'en und damit ist es wieder so, wie es sein sollte. Lin hat jetzt die undankbare Aufgabe, den letzten Stock von Snowmander zu nehmen, ohne selbst einen abgezogen zu bekommen. Ist immer noch hier ein sehr even neutral. Jetzt erste Dash Attack von Palu, die connected. Viele Moves werden hier auf die Shields gemacht. Ein intensives Neutral. Und jetzt der Advantage von Pit. Einmal einen Nair getroffen, einen Up Smash getroffen. Wild. Hi, ZZZ Twerist. Du wurdest schon gefordert im Chat von Leon. Und der Twerist, der hat dich schon gefordert. Ich stream das. Aber ja, ja, ich kann dir aber hier, guck mal, dann musst du in die Lane nicht gucken. Guckst du einfach in meinem Discord-Stream. Ich hoffe, der laggt auch nicht. warte, ich kann dir sogar... Okay, jetzt wird's richtig wild. Ich mach dir ein Projektor an, dann siehst du das Vollbild. PP mit großem Lead. Schon Mert hat... geleadet mit Palutena. 2 Stocks verloren, hat jetzt auch schon seinen 7. Stock geholt hier. Das sieht schon nicht so schön aus. Wie, man hört ihn nicht. Was soll das? Hallo? Was soll der? Was soll der Schmarrn? Kannst du einmal gucken, ob man dich hört? Weil wenn ich meinen Stream anmache, dann hört der Stream das. Young Egi hier. Ja.
Doch, ich glaube, man muss sich hören. Hallo, hallo, auf jeden Fall, Lin hat es geschafft. Hat noch einen Stock verloren. Jetzt, Ja, doch, Mann, ja. Ja, okay, perfekt. Da habe ich dich jetzt auch ein bisschen lauter gemacht. Perfekt. Ja, damit auf jeden Fall jetzt 18 zu 14. PP hat noch 18 Stocks, SC hat 14 Stocks. Ludwig kommt von Tomenimo. Er zeigt den Ludwig, auch wenn ich natürlich lieber Wendy gesehen hätte, aber es ist, so ist es. Nee, Wendy ist komplett Absturz. Wendy ist der beste Koopa Link, Fakt. Das sind keine Fakten, Young irgendwie. Es geht hier los. Let's go. Ah, fast die Abwehr getroffen. Ja, Bowser Jr., den kann man als Pit auch schon mal gimmen. Das ist möglich. Jo. Darauf würde ich auch gehen, an Pit-Stelle. Ja, natürlich. Irgendwie Offstage pushen in Advantage. Ja, hier vielleicht jetzt ein bisschen Offstage lenken und dann. Ah, kommt er zurück. Oh, der Air Dodge. Oh, jetzt gibt's Up-Airs. Zwei Stück. Noch einen Neutral Air hinterher. Up-Air, Up-Air, ja. Damage. Wusstest du, dass der Tomonimo in Smash 4 ganz am Anfang auch Bowser Jr. gemaint hat? Nein, das wusste ich tatsächlich nicht. Angegi, danke für diese Fun-Fact. Ja, ich wollte nur mal raushauen. Bisschen Spit. Aber drauf. Ist doch krass. Er holt doch auch ab, dass man den auch mal wieder auf dem Charakter sieht. Okay. Hat er den noch als Pocket auch so? Ja, ich glaube nicht. Wahrscheinlich in Friendly so. Ich meine, der Nico spielt ja auch viel, ne? Der spielt ja auch Byleth und alles Mögliche. Mhm. Ja. Die Pfeile sind schon gut gegen. Wie heißt es nochmal, die Daumbi? Heißt nicht Mecha Koopa. Mecha Koopa, Mecha Koopa heißt es. Okay. Ach, noch keine Stocks verloren. So, jetzt sieht es langsam echt eng für Lin, bei 146%. Aber auch mit der Rage, vielleicht kann man da jetzt einen Early Kill schießen, man weiß es nicht. Ein Jab vielleicht? Ah, jetzt kommt die Side B und der 14. Stock für SC ist damit auch Geschichte. Jetzt wird hier nach einem F-Smash gesucht, aber Tomenimo wird jetzt hier versuchen, die Prozente zu kriegen und das ein schnelles Ende zu machen. Ich habe immer Angst, weil Nico seinen Double Jump immer so gebringt, aber passiert eh nie was. Ja, die Lin, die kann das nicht so gut punishen. Und jetzt wird es auch langsam gefährlich, weil der Bowser Jr. hat auch cool Kill Power, wenn er die richtigen Setups kriegt. Und Rage ist auch am Start. Ja, es könnte ein böses Ende nehmen. Oh. Da wäre es mit der Abi schon zum Ende gekommen. Oh, der F-Smash connected. Ja, das hat sich SC bestimmt anders vorgestellt. Tomenimo noch mit allen Stocks. Auch ein viel zu mächtiger Gegner. Ja, das ist korrekt. Holt dick ab, der Charakter. Holt dick ab. Möchte ich nur mal sagen. 18 zu 12 Stocks. 4 Versuche hat SC noch. Mal sehen, ob Nexo jetzt hier mit dem Incineroar-Pick. Ah, Side B aus dem Disadvantage. Nice. 30% direkt. Das schmeckt auf jeden Fall. Da wird hier gerade massiv nicer BJ in den Kommentaren geschrieben. Und der Bowser Jr., der BJ ist natürlich sehr nice. Damit werde ich auch unterstützen. Alter, wird aber ganz schön viel gewifft von beiden. Ja, das stimmt. Aber trotzdem schon 100% auf dem Ludwig. Oh, die Abi out of Shield. Er ist nicht Chrom, aber vielleicht klappt es ja trotzdem. Ein bisschen zu panisch. Oh, oh, oh. Oh, die Fair hat so eklig wehgetan. Wegen dem Revenge. Das letzte Wing gefällt mir. Der holt richtig ab. Das sollte es sein, oder? Der nächste holt sehr ab. Der macht's einfach. Das ist ein Macher. Er macht einfach. Es ist ein Macher. So, jetzt. Ja. Oh mein Gott, wie hat das funktioniert? Let's go. Oh mein Gott, und dann kommt direkt das noch viel gestörtere, der Roll Read von Nico aus der Ecke. Beide schenken sich hier nichts, das gefällt mir sehr gut, actually. Beide komplett insane gerade. Ja, das stimmt. 17 zu 11. Jetzt
hier ein bisschen Bread and Butter von beiden Seiten. Direkt das Dark Lariat von Incineroar. Ein paar Abwehrstricks. Du weißt einfach, wie das heißt. Ich werde bescheuert. Das ist halt seine Attacke, seine Spezialattacke. Oh, jetzt Revenge drauf. Ja, und oh, noch eine Revenge. Oh, aber der Grab. Aber der Grab, ja. Das war wichtig, der Grab. Direkt nochmal eine Revenge. Oh, und nochmal eine. Jetzt richtig ehrenlos, Dark Lariat. Ah, okay. Und er will wieder die Side B haben, aber irgendwie Third Dimension Stuff ist passiert. Ja. Die Axis. Ja, genau. Fuck dick up. Ja, der Mecha Koopa wird dann auch einfach mal nach rechts geworfen. Und da kommt der Jab. Killt er? Ne. Incineroar ist ein Heavy. Und die Abi kommt einfach drauf. Die kommt einfach raus. Und Nexo mit dem Rare F-Smash. Oh, bei ihm läuft. Das holt gerade dick ab, das Match, möchte ich einfach mal sagen. Weil beide sich hier. Beide so aggressiv. Ja, die haben beide richtig Aggressionsprobleme. Die Recovery Angle sind ja auch sehr klug gewählt von Nexo. Und beide wieder ein Stock weniger. 16 Stocks bei PP, 10 Stocks bei SC. Aber hier Nico zu besiegen, wäre definitiv das Momentum auf der Seite von SC. Aber jetzt kommen erstmal Upper-Strings. Oh, ja, nee, leider nicht geschafft. Back-Air. Näher, 70%. Das ist alles, was Incineroar braucht eigentlich. Jetzt wird hier die Side-B gesucht und die Back-Air gefunden. 87%. Und der Block nehmen. Aber auch weiter Upper-Strings von Bowser Jr. Und das ist jetzt eklig, wenn da so ein Setup kommt. Oh, die Side-B. Killt das? Noch nicht ganz. Auch Bowser Jr. ist nicht gerade leicht. Da ist der Side-Ledge-Traveling wieder am Start. Es wird hier wirklich sehr... Oh, oh. Backthrow und der wird's machen. Das der wird's machen. Boah. Hat geholt, sag ich ganz ehrlich. Die Partie gerade hat geholt. Ein Stop noch auf Nexo mit den Aggressionsproblemen. Aber gefällt mir der Incineroar. Der gefällt mir, der Incineroar, muss ich sagen. Der macht einfach. Das ist ein Macher. Du musst in Titel schreiben, dass du mit mir kommentierst, dann habt ihr, glaube ich, so pipapo 150 Viewer. Okay. Okay. Featuring. Danke, ciao. Tschüss. Kleine Stage, wer profitiert davon am meisten, frage ich mich. Ich glaube Incineroar, oder? Kann ich. Ist ja langsam, das könnte er aber eigentlich wegrennen mäßig. Incineroar will ja eigentlich eh nicht wegrennen. Ja, Incineroar könnte halt zu wenig Platz haben, aber Incineroar könnte ja auch richtig ehrenlos jemanden wegschießen. Ness kommt hier raus. PK Fire, bisschen Backthrow auf 0%. Ah, hier irgendwelche Ness-Stuff passiert hier. Incineroar. Boah, Backthrow auch so eine geile Animation. So stark, ey. Die Down-Air gesucht. Oh, 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 oh! Der Shield Damage, der ist gemeingefährlich und da kommt der Forward Throw auf Stage Situation. Jawohl, das ist die Side B. Sweet Spotted natürlich. Obwohl er in der Forward Air war. Oh, 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 oh. Das und der Back Throw, der nimmt ihn raus. Das ist der Stock. Das ist der Stock. Ja, das muss ich eben ändern. So. Jetzt Yo-Yo on Ledge? Nee, hat geklankt, aber juckt uns nur noch nicht. 14 Stocks für PP. Backthrow killt jetzt auch der Backthrow-Kick killt noch nicht. Und der Upsmash wird ihn killen. Immer noch nicht. Nee. Also, ich will jetzt hier nichts jinxen, aber dieser Charakter ist eine Gefahr. Jetzt so einmal Revenge und dann bei 0 ja. Töten. Incineroar mit Rage, das ist das, was du nicht willst. Aber ich respektiere. Warum hat das nicht gespiked? Ich respektiere es auch, aber warum hat das nicht gespiked? Ich sag's euch, Jungs, Travis liebt Fuego. Erstens, der heißt hier Incineroar. Zweitens, ich hasse den. Also, ich mag es auch nicht dagegen zu spielen, aber wenn ich mir den jetzt hier angucke, den Nexo, der holt schon auch. Ist schon ab. Hype, ist der schon holt schon Hype, irgendwo schon auch ab. Also, was der da gerade. By the way. Ich weiß, dass der auch viel schnacken kann mit dem Falco. Der weiß viel über den Charakter. Bin ich mal gespannt. Nicer Song. Die nicht vergessen, Gott sei Dank.
So, jetzt geht's los. 14 zu 9. Also wenn jetzt der Kygo auch nochmal 4 Stocks holt, dann sieht das so alles schon mal wieder ein bisschen besser aus. Aber das Defizit ist noch da natürlich. Die ersten Interaktionen gehen auf jeden Fall auch auf die Seite von Monto. Abtilt wird geparried. Jetzt ein paar simple Kombos hier, doch nicht so simpel. Jetzt wird's ganz ehrenlos hier bei Falco. Advantage State von Falco ist schon auch juicy. Hier, aber dafür war's das dann auch. Ah, der Edge Guard fast. Es hätte böse werden können, aber Jeremy weiß dann natürlich seine Limits. Jahrelang in Ness-Erfahrung. Sehr even gerade. Halt auch vorsichtig. Ja, natürlich. Muss man auch. Also sowohl Falco als auch Ness können dich einfach komplett vernichten. Oh oh. Der Tech, dafür war er nicht bereit. Nee, ich glaube, das war ein Tech, aber das sah ziemlich rot aus. Ich weiß nicht. Das sah sehr rot aus. Da habe ich rot gesehen. Der schwarz sieht man, ne? Egal. Der Reflektor war smart. Ah, der F-Smash war eh nur der Sour Spot. Down Air. Echt, Mann. Echt, kommt gleich der Upsmash, der unerwartete. Ne, da kommt die Fair Out of Shield. Ah, Jackdown hier, alles ein bisschen viel. Noch eine Fair. Noch ein F-Smash. Und da ist Jeremy finally reingefallen. So, wir haben 13 Stocks zu 8. Jetzt kommt es ja darauf an, wer findet die Öffnung. Ja, es geht jetzt gerade. Es ist viel Thema jetzt gerade auch. Und es ist. Ah, nee, Abwehr gewifft. Verlastend. Down Smash von Jeremy. Noch ein Down Smash von Jeremy. Der Grab hat gemisst. Ah, aber der Spotosh. Oh oh. Down Air? Nein, trifft nicht. Dash Attack, PK Thunder. Oh oh. Die Fair Dragdown Uptilt. Also, Falco hat da auf jeden Fall ein bisschen Stuff, wenn er jetzt ein Opening kriegt, aber auf der anderen Seite ist das ein Backthrow. Ja, das ist wirklich ein Backthrow. Und das will er eigentlich unbedingt verhindern, dass er hier noch den zweiten Stock verliert. Oh, der Upsmash! Und das war der Stock. 7 Stocks noch bei SC. So langsam wird's knapp. Die Fair. Die Down Air von Ness. Oh, eine einfache Side B. Es fällt ihm schwer, gerade reinzukommen auch. Ich glaube, ihm sind die Ideen so ein bisschen ausgegangen. Und auch ganz, ja, ich wollte gerade sagen, weniger Projektile auf einmal, auf beiden Seiten. Ja, viel Gerolle gerade, oder nicht? Kommt mir das mal so vor? Ja, ja. Oh, oh. Stage kriegen. Oh, den Jump. Den Tech hat er gekriegt. Und die Recovery kriegt Jeremy. Erfolgreich. Ist die Fair. Der Afro, die Nerv. Ich dachte gerade, der ist völlig von Gott verlassen. Der F-Smash, Let's Trapping. Ah. Jetzt wird's ein bisschen panic-mäßig. Ja, jetzt wird's auch so ein bisschen. Da wird das Let's Trapping ein bisschen weniger ausgereift. Guter Reflektor. Oh nein! Fällt er auch nicht. Und das war's. Das war bitter. 6 Stocks. Und damit hat TP das Doppelte an Stocks von SC. Da ist Jeremy am Ende einfach ein bisschen mehr ruhiger geblieben und ich glaube, daran lag es auch. Ja, das kam mir auch so ein bisschen vor. Am Ende wurde ein bisschen hastig. Da wurde dann auch einfach mal mit einem F-Smash geletztrappt. Ist ja auch dann viel dann Risk-Reward. Es wird doch gelogen vom Profilbild. Ja, so ist das. Zugi, der vorletzte Spieler von SC. Es geht auf Battlefield. Es geht mit dem Little Mac. Hier wird nicht rumgeschnackt. Aber das ist ja sogar Little Mac-Musik. Jetzt wird es ja wirklich komplett ehrenlos. Ah, ich. Jetzt mal gucken. Wie das Usual hier funktioniert. Ah, die Abi einfach mal. Und jetzt wird es auch schon ehrenlos.
Wenn der Little Mac off stage ist, dann kann das ganz schnell. Ja, das hätte schon sein können, das stimmt. Up tilt, F smash. Da kommt der Jeremy sehr gar nicht mit. Little Mac. Sehr aber jetzt ein F-Row, der hat viel Knockback auf 0%. Kaputt geboxt, PK Thunder. Muss auch einfach mal sein. Der Hass muss raus. Einfach Blitzebox. Abi, einfach mal so. Vielleicht hat er ihn guter Fastball. Nochmal. Oh, PK Thunder. Camp Jeremy ihn einfach. Ja, das ist halt, denke ich mal, der Play. Jetzt ja. Die Forward Throw. K.O. Punch. Oh, schade. Ich glaube, da wollte er ihn zünden. Ja. Oh, PK Fire into back throw. Tot. Eieiei. Center Stage. Und Smash Fear auch bekannt als Ebola Back Throw. Ja. Bestimmt. Ich hab kein Smash Fear gespielt. Jetzt der F-Tilt. Ah, leider der Leg Spike ein bisschen. Set Down Smash. Wird auch einfach geladen. Moin City, was geht? Der Down Smash. Oh, einfach die Armor durch. Und Jeremy verliert ja endlich, kann man fast schon sagen, ne? Sein Stock. Der hat echt lange auf den letzten Stock rumgegammelt. Ja, ich bin Young Ege, ja, es stimmt. Moin. Ja, vielleicht ein bisschen Little Mac Tech auspacken. Ist auch wichtig, Mac Tech zu können, glaube ich. Ja, ja, ich glaube, man muss den Charakter so weit pushen, wie es geht. Ja, das ist, denke ich, auch wichtig. Hier der SD. Und jetzt sehen wir mal, ob die Mac Tech kommt. Finator schnackt hier gar nicht rum, fängt sofort an mit ein paar Bread and Butters. Das war schon offstage. Oh, die Dash Attack. Das sieht ganz böse aus. Die Falling näher, wunderschön. Also ich glaube, cleaner kann man den Stock nicht spielen als Link gegen Little Mac. Oh, leider der Leg Spike. Aber ja, das war sehr, sehr klug auch. Die Dash-Tech. Ja, wie gesagt, der Mann hat Link durchgespielt. Ja, jetzt up-tilt, wie? Bisschen Damage. Das Problem bei Lil Mac ist, er kann halt jederzeit sterben. Sein Lead ist eigentlich nicht so. Ja, das ist die Sache. Der Charakter ist halt eine riesige. Ist halt ein einziges Risk. Damit der F-Smash auf hat, leider laggt es da gerade. Schön mit der Up-B. Sehr stark. Da kommt der KO-Punch. Den behält er auch. Immer noch. Immer noch. Eins getroffen. Schade. Geburnt. Jetzt wieder offstage. Die Bombe. Der wollte die Bombe. Zündet okay. Einen. Interessante Recovery, aber sie funktioniert. Das ist das. Oh mein Gott. Das war wunderschön mit dem Job. Ja. Da habe ich jetzt gerade direkt vergessen, die 5 wegzumachen zu einer 4. Mache ich direkt die 3. Und SC hat nur noch einen Spieler. Und ich wer glaube. Das sein? Ich glaube, das ist der Junior macht ernst. Wenn er jetzt ernst macht, dann sind wenn der, bei PP keine Challenge. Dann darf er jetzt, hat er jetzt die dankbare Aufgabe. Beide mit einem roten Skin. Auf Hass. Ja, wir sehen, dass vielleicht, wir sehen auf jeden Fall den ersten Matchball für PP. Könnte man so sagen. Wieder auf PS2, unsere Lieblingsstage bei dem Crew Battle. Red ist das letzte, was SC noch hat. Und jetzt. Jetzt Zeit. Ofinator. Paar Nairs. Der kennt das Matchup natürlich auch auswendig, der Wofi, ne? Von Rinor. Ja, ja. Hat sogar Rinor den besten Chrom in Deutschland besiegt beim letzten Virtua. Rinor ist auch einfach kein Gegner an der Stelle. Nee, überhaupt nicht. Also, ne? Hat auch nur noch den Titel wegen vor Corona. Mittlerweile ist es natürlich an Egi. Jetzt machen wir ruhig. Aber relativ even. Ja, wobei jetzt war gerade ein schöner String vom Buffy. Oh, und der fällt sofort in den F-Tilt rein. Schön gebaitet.
Links Grab Range ist echt schöne scheiße. Falling Up Air. Ja, Link hat natürlich auch sein Schild. Oh, da wollte er Woffi aber durchziehen. Und das kann er machen. Ja, okay, ne, da kam die Bomb Recovery, kann er nicht so viel machen. Jetzt will der Red hier den F-Smash haben. Gut, eine von Chroms größten Stärken geskippt, Ledge Trapping. Aber ist halt auf Wi-Fi leider schwieriger, auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Oh, 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 die hohe Recovery, die wollen wir natürlich nicht sehen. Ja, der aufgeladene F-Smash leider auch viel geschlagen. Der Down-Smash. Hier werden Optionen genutzt. Ist halt auch viel Risiko dabei, aber Woffi jetzt wieder in der Ledge-Trap-Situation. Ah, er lässt da ihn umsonst wieder in die Mitte, schade. Und macht den F-Smash und der trifft. Das war alles Setup. Alles auch ein bisschen Bait, auch viel Thema. Nee, mal gucken. Also. Beide versuchen so da irgendeinen Hit aufeinander zu kriegen. Aber es ist nicht. Also der Red, der benutzt doch viel Uptilt. Das ist zum Beispiel etwas, was ich gar nicht mache, weil ich finde, Uptilt ist ein schrecklicher Move. Ich sehe so wenig Downtilts dafür. Ja, leider, leider. Jetzt Recovery, Woffi willst da wirklich wissen. Und der F-Smash! Ich hätte vielleicht lieber mit einer AP punchen sollen, die macht da mehr Prozente. Falling Up Air, Up B, das war wieder so ein Link-Ding. Da der F-Tilt aufs Schild, noch einmal, da hätte er auch schon AP drücken können. Jetzt kommt der. Oh, oh! Der Roll Read. Ja, wer weiß das schon. Chrom hat da die Power auf jeden Fall, aber so nicht. Oh. Das war halt auch. Ring into Fair, Woffi zeigt sich auf seiner besten Seite und der aktualisierende Boss auf dem Stream auf jeden Fall. SC mit seinem letzten Stock, während PP noch 11 ganze Stocks zur Verfügung hat. Und jetzt wird es langsam sehr eng. Und Woffi cornert ihn ganz schön gut. Ja. Er bleibt ihm immer schön in der Fresse. Wenn Red mal jetzt die Ledge-Trap-Situation hat, dann lässt er ihn einfach wieder die komplette Kontrolle. Und Woffi kommt so zurück. Und jetzt Jab-to-Back-Air, schade, nicht den Full-Up gemacht. Der wäre da vonnöten gewesen. Er wollte die Back-Air haben. Die Up-Be out of shield bei Woffi. Die hohe Recovery, sehr gefährlich. Dann die Armor gerettet auf jeden Fall vom Boomerang. Und vor. Nein, echt nicht. Ich glaub, die Up-B out of Shield, das könnte schon gewesen sein, aber noch nicht ganz. Jetzt nochmal einen Jab. Kein Punish, kein Tech Chase. Drückt da nochmal F-Tilt, aber es soll gerade irgendwie nicht sein. Woffi sieht aber relativ ruhig aus. Und da kommt die Fair und das war's. Das war's. Null. Schön gespielt auf jeden Fall 11 beide. 11-0 für PP. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht zuzugucken. Schreibe ich auch mal ein GGs in den Chat auf jeden Fall. Ich auch und ich gehöre zu keinem der Clans. Jo.